Ach ja, die damaligen Kindersendungen. Damals, als die Biene Maya noch nicht so furchtbar 3D animiert aus dem Rechner stammte, liebte ich vor allem Inhalte, die einem Wissen vermittelten. Von Löwenzahn bis Wissen macht A, die Sendung mit der Maus, Jumbo Schreiner, der meinen Wissenshunger, nein, besser seinen Hunger gestillt hat, und natürlich Willi will's wissen. Und diese Sendung geriet zurzeit wieder ziemlich in den Schlagzeilen. Willi wird von manchen nur noch beschimpft und im Internet bedroht. Wie es dazu kommen konnte und warum man wirklich gar nichts gegen Willi sagen kann, dazu geht's in diesem Video. Willi will's wissen ist eine auf Sachthemen und alltägliche Begebenheiten ausgerichtete, beliebte Kindersendung. Moderiert von Reporter Willi Weitze lief sie von 2002 bis 2010 auf Kika, wurde dann regelmäßig im BR wiederholt, bevor sie nun 2020 auf YouTube landete. Was ich wirklich sehr begrüße, das Ganze ist wirklich mal so eine schöne Reise in die Vergangenheit. Ziel der Sendung war es, den Zuschauern dabei Einblicke in verschiedenen Themenbereiche zu vermitteln. Reporter Willi Weitzel führte durch die Beiträge und versuchte den jungen Zuschauern Einblicke in verschiedenen Themen und Berufe wie etwa Polizist, Fischer, Journalist oder Notarzt zu geben. In den jeweiligen Folgen begleitet er dann einen Tag lang Vertreter dieser Berufe und ließ sich deren Arbeit erklären und führte auch Diskussionen mit ihnen. Er vermittelte jedoch nicht nur Berufe, sondern lieferte auch Einblick in das Leben etwa von Blinden, Hörgeschädigten, Obdachlosen oder Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Seit dem Juni 2020 und vor allem seit dem YouTube-Video Willi will's wissen Clips ohne Kontext von Trico ist Willi nun ein ganz bekanntes Meme geworden. In diesem bekommt man genau das zu sehen, was im Titel steht. Ganz kurze, aus dem Zusammenhang geschnittene Ausschnitte aus den Willi will's wissen Folgen. Und diese gingen ziemlich viral. Das Video erhielt innerhalb kurzer Zeit mehrere hunderttausende Aufrufe und landete dann schnell auf TikTok und Instagram. Er ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen oder? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde diese Ausschnitte absolut unterhaltsam, aber ich habe auch einen ziemlich verdorbenen, schwarzen Humor. Und durch die aus dem Kontext gerissenen Clips wirken die Äußerungen von Willi zugegebenermaßen auf den ersten Blick sehr unglücklich, indem er etwa scheinbar Witze gegenüber Kindern und anderen Menschen im Rollstuhl macht oder anzügliche Anspielungen von sich gibt. Freut mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Der Kontext der Aussagen war dabei gar nicht oder unvollständig erkennbar. Und das ist wirklich traurig, aber das verstehen viele der Zuschauer halt einfach gar nicht. Möchtegern Soundcloud-Rapper Manuelsen veröffentlichte sogar daraufhin ein Video, in dem er den Moderator der Sendung ziemlich beleidigte. Neue Charteinsteiger auf der Hurensohnliste Nummer 1 ist Willi will's wissen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Worte können nicht beschreiben, was für ein Hurensohn du bist. Ganz ehrlich, geht's noch? Willi ist einfach eine Legende, absolut korrekt. Und wer Memes zu 100% ernst nimmt, hat Memes echt nicht verstanden. Vor allem, wenn im Titel sogar ohne Kontext steht. Viele Zuschauer in den Kommentaren denken ernsthaft, er werde unhöflich oder böse und ziehen komplett unsachlich und uninformiert über eine wirklich hervorragende Kindersendung her. Dass es sich dabei um Anmoderationen und Überleitung handelt, die kleinen Kindern die Unterschiede deutlich vor Augen führen und sie für das Thema sensibilisieren sollen, gerät da leider ganz leicht in den Hintergrund. Ich meine, lass uns doch alle gemeinsam an den Memes erfreuen, denn sie sind an sich echt lustig, aber Willi daraufhin persönlich anzugreifen, das ist einfach mal wieder Synapsen Mikado hoch 3. Klar, habe ich beim Anschauen der Memes auch öfters mal gedacht, so warte, what? Das hat er damals gesagt, aber wenn man sich dann die komplette Folge darüber ansieht, macht alles Sinn. Willi ist in den Clips nur so, weil es erstens halt eine Kindersendung ist und alles leicht verständlich sein sollte und zweitens, dass er sich absichtlich so neugierig und leicht kindlich verhält, ist dem zu erklären, damit sich junge Zuschauer mit ihm identifizieren können. Willi erklärt einem immer alles sachlich und beleidigt nicht einfach. Kinder sollen ein Bewusstsein für die Thematik im Alltag bekommen und sich danach informiert verhalten können. Nichts, aber auch gar nichts an der Arbeit von Willi Weitzel hatte je zum Ziel, irgendjemanden zu diskriminieren. Überhaupt nicht. Er hatte immer auf die Probleme von Minderheiten hingewiesen und sich für Verständnis und Empathie eingesetzt. Willi Weitzel war immer ein gutes Vorbild. Aber das ist somit ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Dinge werden zu schnell aus dem Kontext gerissen und der Diskurs wird nicht gesucht. Stattdessen Diffamierungen, wohin das Auge reicht, was zum einseitigen Schubladendenken führt. Ich kann hier nur erneut ein Meme bringen. Bitte. Versucht nachzudenken. Kommen wir zur Community-Ecke. Ganz anders hat geschrieben, finde es echt immer nice, dass du so auf deine Zuschauer eingehst, einfach sympathisch. Gerne, ist für mich einfach selbstverständlich, auf die Zuschauer einzugehen. Ich meine, ihr schaut meine Videos, das ist doch super und dafür möchte ich mich bedanken. Und zumindest schickt ihr mir keine so schlechten Witze wie bei Alpha Kevin. Leon Weiß hat geschrieben, halt, stopp, wenn du mich nicht in der nächsten Community-Ecke erwähnst, jeet. Jeet? Ich von der Brücke in einen See voller Schminke.
Das ist ja fast schon Erpressung hier. Aber das kann ich nicht wirklich zulassen, dass du in einen See voller Schminke springst. Ich meine, willst du wirklich wie so ein 13-jähriges Mädchen aussehen, Leonie? Der Duncan hat geschrieben, ich darf keine Lakritze essen. Ehrlich gesagt, da hält sich mein Mitleid ziemlich in Grenzen. Wer mag schon Lakritze? Da schlecke ich ja noch lieber die Schuhsohlen ab, nachdem ich in einen Hundehaufen getreten bin. Und der Bananenonkel hat passend dazu geschrieben, die haben mir in die Unterhose gekackt, als ich am Schlafen war. Andere Erklärung gibt es nicht. Will ich nachfragen? Wäre was für Willi, wie es wissen. Ganz ehrlich, ich mache mir ernsthaft Sorgen. Also so einen Shitstorm habe ich auch noch nicht erlebt. Falls du reden willst, über die Scheiße, die dir passiert ist, schreib mir gerne auf Instagram. In diesem Sinne, broadcast yourself, broadcast together, euer ungeschminkter Blackscreen.